Hallo und herzlich willkommen zurück zur Hordennacht, Tag 7. Wie ihr seht, schön im Blut getaucht, der Himmel. So, wir haben uns jetzt für Logspikes entschieden, beziehungsweise für Logwooden-Dingsbums. Wie viel mache ich denn jetzt eigentlich noch? 14 mache ich jetzt noch. Hast du noch welche oder hast du keine mehr, Süße? Hab noch 18, aber ich komme jetzt garantiert nicht mehr raus. Vergiss es. Dann komme ich mal. Bist du in das kleine Haus rein? Ja. Ich bin in das Haus rein, wo du die Dinger reingemacht hast. Gut. Und wo? Es Und geht dann. los. Wir haben ja natürlich kein Licht, wa? Mach doch da mal jetzt eine Tür. Ich hab, Mensch, ich hab kein Licht, du Nasenpups. Oh, shit. Wah! Ja, so viel dazu. Ach, fuck. Ja, ich habe meine Fackel im anderen Haus vergessen, ich Trottel. Entschuldigung. Ach, Mist, ey, so ein Dreck. Ich glaube, die Wooden Logs bringen Aua, Scheiß. Och Mann. Ja, ich glaube, die Wooden Logs bringen echt Scheiß. Ja, aber ich gebe doch nicht 100 Holz für so einen blöden Ja, es Scheiß. bringt ja jetzt auch nichts darüber zu diskutieren, es ist nun mal so. Guck dich noch 100 Jahre um. Alter, da draußen ist es krachend rot. Also bevor die jetzt hier reinkommen, ich hätte mir jetzt wenigstens mal eine Fackel mitnehmen können, ich Trottel. Mach mal die Tür zu, Süße, oder versuch dir mal irgendwie eine Steinaxt zu machen und die Tür wieder abzudichten. Der ist schon hier drin. Ich kann nichts machen, ich bin gestanden. Hau ab, du Sau. Ah, ne, okay, das war's jetzt. Ach, Mann, ey, so ein Dreck. Ja, komm, ja, hau mir doch Faust drauf, ist doch jetzt auch egal. Ach, das kannst du keinem antun. Das ist totale Nee, Fail-Nacht, das ist ja. echt. Ja, vor allen Dingen, Bin arsch. du brauchst jetzt auch gar nicht spawnen, wa? Das kannst du jetzt gleich so laufen lassen. Du brauchst gar nicht spawnen. Also zumindest nicht auf deiner Bettrolle, wenn dann höchstens in der Nähe. Na klar, der Land ist da irgendwo draußen. Ja, ist richtig, aber die sind ja eh alle am Haus, also von daher ist es scheißegal. Ach Mann, bloß weil ich Vollidiot nicht an das scheiß Licht gedacht habe, ey. Ist gerade echt zum Kotzen. Die sind aber auch verdammt schnell. Ja, weil die nachts rennen können, ja. Ich hatte schon wieder einer am Arsch hier. Sehe nicht mal meinen Rucksack. Was kann das sein, dass jetzt hier neue Zombies dabei sind? Weiß ich nicht. Weil das Schlimme ist, ey, man kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Nee. Ich kann eigentlich, wir können eigentlich nur abwarten jetzt. Müssen die höchstens von den Häusern weglocken. Ich laufe ja schon weg Ja, davon. wenn, solange wie die dich nicht sehen, bleiben die nicht bei dir. Also bleiben die bei den Häusern und machen da alles zu Klump. Ja, die haben mich schon auf dem Kieker. Die rennen mir ja die ganze Zeit hinterher. Nur meine Stamina hält das nicht Dann durch. lass dich da umbringen. Ist doch scheißegal, wenn du weit genug weg bist, ist es doch wurscht. Ja, das, ja. Gibt definitiv neue Zombies mit weißen Augen. Ach, das ist doch gerade scheiße, ja. Das ist ja voll fail, ey. Das ist voll fail, ja. Aber richtig. Ja, sorry Leute, aber das ist echt gerade total fail.
Ist halt der Nachteil, wenn man nicht an Tag 1 anfängt. Bloß du weißt, wo, wenn die Kiste jetzt kaputt geht, dann haben wir auch gar keinen Claim-Block mehr. Ja, was willst du denn da jetzt dran ändern? Ne, nicht. Bloß dann sind wir freies Futter für alle anderen. Weil dann können wir unsere Base nicht richtig schützen. Das fängt ja mal richtig schön beschissen an, ja. Wissen ist da gar kein Ausdruck mehr. Ich glaube, beim Haus ist Ruhe. Ne, ne, hier sind noch. Ich bin auch gerade hier. Mir kommt gerade schon wieder einer hinterher geeiert hier. Ich müsste mal irgendwie an die scheiß Fackel rankommen. Ich sehe überhaupt erschreck mich nicht. Doch nicht so. Ich hab doch gerade gesagt, ich stehe hinter dir. Was verstehst denn du da dran nicht? Entschuldige bitte, dass es bei mir gerade nicht angekommen ist. Ich bleib mal direkt stehen, weil der Klopf bringt da eh nicht. Alter, wie die sich alle um deinen toten Körper drumrum ballen, das ist der Hammer. Jetzt kommen sie alle auf mich zu. Ich müsste echt nur mal ins Haus, um an diese scheiß Fackel ranzukommen, dass ich wenigstens ein bisschen was sehe. Der Rest interessiert mich eigentlich gerade gar nicht. Die anderen, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen gerade. Hä? Welche anderen? Ist doch bloß nur auf dem Server, wenn er überhaupt noch da ist. Weiß ich doch nicht. Ja, noch ist er da. Guck doch nicht nach, wer auf dem Server ist und wer nicht. Warum nicht? Brauchst du bloß nachgucken. Brauchst du bloß mal I drücken. Die aber wenigstens auch mal in die Woodlocks reinrennen würden. Machen sie ja auch ja, bloß nicht. Die bringen nichts, die bringen den Scheiß. Wow. Die hüpfen sogar auf die Teile drauf. Ich weiß, ich sehe es gerade, ich hab's gerade gesehen. Ja, da müssen wir eben das nächste Mal echt mal mehr Holz sammeln. Da müssen wir mit den Spikes arbeiten. Auch wenn die 100 Holz kosten. Scheiß drauf. Shit happened. Genau wie der Scheiß jetzt hier, weil das kannst du eigentlich keinem antun hier, den Rotz. Nee. Ja, was willst du machen? Ja, ich weiß, dass ich ausblute. Das interessiert mich aber relativ wenig. Dagegen machen kann ich eh nichts. Zack. Ich glaube, der Platz an sich ist scheiße gewählt, weil du hast viel zu wenig Ressourcen, die in der Nähe. Nee, das hat mit dem Platz gar nichts zu tun. Das hat mit dem Platz relativ wenig zu tun. Das ist einfach nur schlechte Vorbereitung, weil du keine Zeit hast. Das ist nur daran liegt, dass das ist nur schlechte Vorbereitung, weil zu wenig Zeit. Mehr ist es nicht. Der Platz ist genial und das kleine Haus wäre auch super gewesen. Das ist nur die ja, Zeit. Aber es gibt da Leute, die müssen arbeiten. Ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt nicht davon, ich rede jetzt nicht davon. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, aber je mehr Spielzeit du hast, desto mehr kannst du dich doch drauf vorbereiten. Ich rede jetzt vom Serverstart. Ich rede nicht davon, dass jetzt Leute arbeiten müssen oder nicht. Davon rede ich jetzt nicht, das meine ich auch gar nicht. Versuch gerade mal ein bisschen Ringel reinzuspielen. Hast du noch ein bisschen Holz zufällig? Ach ne, du kommst ja auch an nichts mehr ran. In der Tasse. Gar nicht. In der Kiste ist auch nichts mehr, wa? Weiß ich nicht. Ich komme ja nicht mal in die Nähe von der Kiste. Muss ich erstmal gucken. Ja, die. Ach da. Sind die scheiß Rucksäcke überhaupt noch da? Ich sehe hier nicht mehr mehr einen Rucksack. Ich bin gerade so zwischen den ganzen Drop-Teil-Scheißdingern. Ist ja überhaupt gar kein, weil eigentlich müssen noch etliche Node, in denen war ja meistens nicht drin. Aber mein letzter Ach, Rucksack ließ. Mit den ganzen Erdtops habe ich echt Kopfschmerzen gekriegt. Also ich glaube, die Zombies sind jetzt aber soweit alle. Ja, kriech dich tot, du blöde Sau. Am Boden. Die kriechen alle schon. Die sollen sich tot kriechen. Ich glaube, so viel Schaden machen die Woodlocks jetzt doch. Die ist jetzt zum Beispiel gerade krepiert. Aber die sind nicht so effektiv wie die. Wie das andere Zeug. Kannst du sagen, was du willst.
Ich finde das ein bisschen unverschämt, dass wieso flutschen du über den Boden? Weiß ich doch nicht, ich laufe ganz normal. Bei mir schwimmst du übelst über den Boden. So, kann man da jetzt mal reingehen? Wie das aussieht. Hock dich mal hin und steh mal wieder auf. Süße. Hock dich mal hin und dann steh mal wieder auf. Ja, dann bringt das nichts. Oder lock dich mal schnell ein und wieder aus. Hab ich nicht, der Rotte. Oh, er brennt. Mm. Zombie-Gulasch. Nice. Gulasch? Gulasch. Zombie-Gulasch. Ne, Gulasch. Entschuldigung, auf den Trichter hat mich Zeppi gebracht. Das war übrigens der Grund, warum ich mich bei den Stream letztens so verpassen musste. Ja, na klar. Drin im Haus ist übrigens noch eine. Ja. Die hat mich gerade umgehauen. Spy kommt übrigens auch gerade wieder. Natürlich dann gerade wird. Dann mit. Was? Ach, da war gerade irgendwas mit Precaching Files. Ich kotz gleich ins Essen, ja. Das ist gleich wieder meine Strafe, weil ich Spike vorhin gemobbt habe. Aber die Zombies, die sind dann direkt vorm Haus gespawnt. Weil so schnell ja, wie die da waren. Das ist aber beabsichtigt so. Ja, ist doch gleich vorbei, ist doch gleich wieder 6. Ist doch gleich mit Hängen und Würgen überstanden. Also irgendwie. Oder auch nicht. 1000 Tote gestorben. Ach, das war ein Zombie. Doch, das warst du. Oh, Arschloch. Gerade eine mit meiner Faust platt gemacht. Ja, habe ich vorhin auch ein paar im Haus. Aber die kam Black Hoodie Sweater, war das deiner? Was? Black Hoodie Sweater, war das deiner? Ja. Oder ist es dein Rucksack? Aber dann ist mein Rucksack schon wieder weg. Bloß gut, dass der Clayblock nicht mehr drin war. Mal Teddy und Barney mal reinschicken. Hm. Alter, so oft wie ich jetzt gestorben bin, ist ja nicht mehr normal, ey. Wir hatten da jetzt Fensterscheiben kaputt gemacht. Ja, der Zombie, der mich gerade gefressen hat. Oh. Die blöde Hippe. Ich werde angegriffen und weiß nicht von was. Nein, Zombie bestimmt. Nee. Ich sehe ja nichts. Um mich rum war nichts. Ja doch, da war es aber ein Zombie, hundertprozentig. Weil von den Leuten ist hier keiner in der Nähe. Kannst du knicken. Na, ich habe doch auch nicht gesagt, dass es jemand von den Leuten war. Ja, dann kann es aber bloß ein Zombie gewesen sein, Süße. Was soll es denn sonst gewesen? Na, ja, dann war er vielleicht am Boden. Ist gekrochen. Eben nicht, ich habe doch geguckt. Da war nichts, gar nichts. Ja. Was hat Noah gerade geschrieben? Was hat er geschrieben? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr lesen können. Die Statistiken sehen ja bescheiden aus. Ah.
Naja, von mir aus. Wie gesagt, mehr Zeit wär günstiger gewesen. Wo sind jetzt aber schon wieder mein Rucksack? Hier liegen schon wieder drei Stück rum. Ich weiß nicht, was meiner ist davon, ja. Ja, dann lootet doch irgendein Rucksack, ist doch egal. Ja, vor allen Dingen, ich möchte aber mal wissen, wo mein Rucksack ist, den ich zuerst verloren habe. Weil der liegt nämlich nicht mehr hier draußen. Oder war das nicht, war das nicht hier drüben im Haus? Weiß ich, nee, es war drüben im Haus. So Leute. Tag 7 vorbei. Oft genug abgekratzt. Ja, wie gesagt, ich schiebe das jetzt mal auf die Vorbereitung. Sonst hätte das anders ausgesehen. So habe ich jetzt plötzlich eine Fackel im Rucksack. Was hast du drin? Ja, da war das mein Rucksack. Da war das mein Rucksack. Da ist mein Sweatshirt drin. Und meine Wrench. Ja, ist aber trotzdem meine Fackel, Süße. Ja, ich hab dir doch aber deine Fackel nicht einfach weggenommen. Nee, da hab ich aus Versehen dann deine Fackel mitgelootet. Mich würde echt mal interessieren, wie das mit dem Chat funktioniert. Ich weiß es auch gerade nicht. Komm hier nicht drauf. So gut, hier war ich ja schon. So, dann würde ich sagen, wir ziehen aber trotzdem. Wir sammeln jetzt das Nötigste zusammen und ziehen weiter. Weil hier bleibe ich nicht. Ich kann höchstens nochmal die Stadt ein bisschen looten, aber ansonsten würde ich sagen, wir ziehen weiter. Weil ich habe euch schon wieder, wie gesagt, meinen ganzen Rucksack verloren. Ich weiß nicht, wo der liegt. Und bloß gut, dass. Hauptsache, der Claim-Block ist noch da. Ja, der ist hier in der Kiste drin. Web Plastics. Ja, das könnte ein Teil von meinem Rucksack gewesen sein, den ich zuerst verloren habe. Möglich. Bis ihr gleich wieder alle in der Gruppe schreiben jetzt her. So, müssen wir bloß gucken, was wir mitnehmen. Weil alles werden wir nicht wegkriegen. Und vor allen Dingen erstmal entscheiden, ob wir jetzt hier looten oder noch ein bisschen. Oder ob wir gleich losziehen. Dann. Also die Bett-Dings auf jeden Fall. Ja, die nehmen wir sowieso mit. Das Geld können wir mitnehmen. Casino-Tokens, willst du die auch mitnehmen? Ja, natürlich, das ist ja die Währung. Also wenn wir die nicht mitnehmen, sind wir schön blöd, sag ich jetzt mal. Cooking Pot. Warte mal, den Blend Claim Block, den nimmst du, weil ich bin eh total. Wir machen es aber gleich so, wir stacken das. Also den Old Cash, den nehme ich jetzt gleich mit. Deswegen schmeiße ich jetzt mal alles in die Kiste, was ich hier so habe. Also auch wenn du Old Cash einstecken hast oder sowas, alles in die Kiste rein. Erstmal. So, mein Bogen, das. Ja, deinen Bogen kannst du behalten. Oh. Was gehört? Deinen Bogen kannst du behalten, Mo. Ja, hab ich doch schon. Gut. Haben wir übrigens noch was zu fressen? Ja, hier ein bisschen was ist drin. Ah, ich habe noch 4 Sandwiches, scheiß drauf. So, ich nehme das Eisen mit, das Fett. Ich noch Bandagen. Oder. So, haben wir noch Wasser irgendwo? Ja, eins ist hier noch in der Kiste drin. Am Feuer? Am Feuer sind noch 14. Guck mal. 3 Gläser sind hier noch. Den Beaker, den nehmen wir mit. Ja, auf jeden Fall, ja. First Aid Kit, Animal Hide. So. Du musst dich nicht komplett voll krachen, aber wie gesagt, ich bin auch noch da.
das auch schon gemacht. Nicole's Treasure Map. Aha. Ja, die habe ich gefunden. Wir haben übrigens viele Federn, cool. Land Fibers ist eigentlich totaler Quatsch, weil die kannst du eh sammeln, wie bekloppt. Ja, nimm sie mit, was du hast, das hast du. Das brauchst du zwischendurch immer mal, gerade um den Bogen oder sowas zu machen. Haben wir noch Holz? Nee, in der Kiste ist nichts. Hast du noch was im Inventar? Nein. Dann brauche ich welches. So. Den Rest kannst du ja mitnehmen. Wollen wir die Woodframes hier einsammeln? Ja, die nehmen wir auch mit. Nee, wie gesagt, wir müssen ja nicht gleich aufbrechen. Wir können ja ruhig noch ein bisschen durchlooten. Mir ist es egal. Weil jetzt sind wir eh mal hier und haben eine Kiste da, wo wir dann zum Schluss aussortieren können. Ja, dann packe ich die Woodframes nochmal in die Kiste. Ja, auch den ganzen anderen Krempel. Warte mal, was zu essen nehme ich mir auf jeden Fall. Also ich bin ja dafür, wir suchen uns ein Haus irgendwo, was außerhalb von einer Stadt steht oder am Rand. Ja, wäre vielleicht sogar besser. Dass das nicht direkt in der Stadt drinne steht. Auch wo wir ein bisschen Wasser in der Nähe haben, dass wir öfters mal Wasser holen können. Und was wir sowieso ganz dringend brauchen, ist was zu fressen und was zu saufen. Na, drei Gläser sind hier noch drinne, drei leere, die kann ich ja voll machen. Und eins ist noch mit gekochtem Wasser hier drin. Ja, aber es ist ja, 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 ist richtig. Wasser ist aber noch im Feuer. Im Lagerfeuer. Trinke ich das jetzt, das Wasser? Dann esse ich noch was. Oh, das wird aber Zeit. So, aber siehst mal positiv, unsere Infection ist weg. So. Wir sind nicht mehr verseucht. So, Bandage. So. Gut. So, also meine Bettrolle, die klatsche ich mir jetzt hier nochmal schnell hin. Was ist das hier? Okay. Hier mal schnell das Wasser auffüllen. Jo. Gott, wo ging denn das jetzt hier raus hier? Also wir haben gar nichts mehr, so wie ich das sehe hier. So, wir haben 19 Animal Hide. Also entweder bauen wir uns jetzt hier noch eine Forge oder wir sammeln für die wir dann, wenn wir sowieso weiterziehen. Koch noch mal das Wasser ab. Mhm. Mach mal. Haben wir überhaupt keine Pfeile mehr oder hast du die alle einstecken? Ich hab nur 46. Also irgendwie fehlt aber noch genug Gelumpe fürs Universum. Ich denke, dass mein Rucksack weg ist. Ja, aber Hauptsache dein Landclaim-Block ist noch da. Ja, der ist noch da. Der ist noch da. Wie gesagt, ich müsste jetzt erstmal nach Federn suchen. Ich hab Federn, ich hab die alle in der Tasche. Falls du brauchst. Ja, nö. Geht's ja. Lass ruhig erstmal. Mach dir so viele Pfeile, wie du brauchst und dann. Ich glaube, kannst du sowieso bis 250 Pfeile machen. Danach fängt ein neues Deck an. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Hier kann man sich Bier und so Zeug kaufen, das ist ja lustig. Ja, brauchst halt genug Casino-Tokens dazu. So, die Stühle, die sammle ich jetzt auch mit ein, die kann man scrappen. Aha. Was man hat, hat man. Ja, ist okay. Mach Holz draus. Iron Armor Dings, irgendwas.
Der Tag nach Horde 7. Ich muss mich sammeln. Ja, ich gebe es zu, das war ein komplett Reinfall. Das war ein richtiger Reinfall. Oh, Flashlight. Ah, eins hatte ich auch schon am Anfang gefunden, aber der Rucksack ist ja leider weggepackt. Anders, wie mache ich das an? Mit L vielleicht? Nee. Mit F? Ah, danke, Süße. War nur geraten. Ach toll, ich schmeiße es natürlich auch schon mal weg. Shopping Basket in grüner Qualität aufgesammelt. Shopping, ach hier, so ein Einkaufskorb, ja. Minibike. Ja, fürs Minibike. Ein Korb, ja. Ja, nimm ruhig mit, ja. Oh, ich habe einen Hunting Rifle Stick gefunden. Cool. Ja, das ist schon cool, aber ich kann sie leider noch nicht assemblen. Fehlt mir noch die Schematik. Ah, jetzt ist hier eine Metalltür, da poche ich natürlich mit der ollen Axt ewig drauf. Aber das ist mir gerade scheißegal. Das Blöde ist bloß, ich habe nicht mal was, um mich zu wehren. Ich habe nicht mal einen Bogen. Das ist schlecht. Weil ich gar keine Pfeile habe. Muss echt erstmal Pfeile suchen, ey. Na, die hast du doch schneller gebaut wie gesucht, oder? Ja, aber ich friere nebenbei auch noch. Oh. Womit kann man die... Oh, die Sofas kann man auseinandernehmen. Ja, die kannst du auseinanderschlachten. Oh. Aber wenn du echt nach Nestern suchst, findest du keine. Läufst du einfach so mal durch. Sniper Rifle Schematic gefunden. Yeah, lern das Ding. Und ich habe Iron Chest Armor Schematic gefunden. Die habe ich aber schon. Also ich kann die schon. Ja, dann lern sie nochmal. Da wirst du aber, glaube ich, ich weiß es nicht, ob es was bringt, aber du kannst es ja ruhig aufheben oder lernst es halt nochmal. Oder liest es halt nochmal. Ist ja egal. Erhöhtes Level davon. Ja, dann, wie gesagt, entweder lässt es oder liest es nochmal. Kannst ja gerne halten. Wie du magst. Wie ein Dachdecker. Ja. Genau. Das. So, eine Pflanze. So, wie oft bin ich denn eigentlich gestorben? Neunmal sind wir beide. Neunmal, na wir super. Ja, aber auch von den Zombie-Kills her. Mit 44 und 34. Ja. Score hab ich ein. Player-Kills. Spike hat natürlich ein Player-Kill, weil er seine Gefährtin gekillt hat. Ja. Schön. Ja gut, ich meine, für den ersten Tag in dem Spiel ist es ja... Es ist eigentlich peinlich. Aber wie gesagt, das gehört nun mal dazu. Sterben oder sterben lassen. Wieso rauscht das jetzt eigentlich? Ist es bei dir auch so laut, das Rauschen? Von dem Regen? Ja, es geht. Ich bin gerade in einem Haus. Okay. In einem ziemlich großen sogar, wenn ich ehrlich bin. Stand da unten. Hier übrigens jede Couch, ne? Stand da unten eigentlich ein Automat drin? Ja. Dann bist du schräg gegenüber von unserem Haus. In dem großen. In dem höheren Haus. Ich weiß schon, wo du bist. Hm. Passt nämlich auch von der Dings her. Ich weiß aber nicht, ob das Haus einen Keller hat. Nee. Die Häuser haben keinen Keller. So. Die Häuser haben nichts Keller. So, oh, hier ist noch ein Klo. Oh, zwei sogar. Hm, immer schön ins Scheißhaus gucken, könnte eine Pistole drin liegen. Ja, weiß ich. So, jetzt gehe ich aufs Dach. Oh ja, der Regen ist sehr laut.
Na gut, dann ist es nicht nur bei mir so. So, aber ich würde dann mal damit sagen, Tag 7, komplett Fail, Reinfall und so. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht entmutigen, wir machen weiter. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, ihr euch totgelacht habt, wie oft wir gestorben sind und warum eigentlich die ganze Sache so eskaliert ist, ist ja im Prinzip auch erstmal danebensächlich. Ich sage, ich freue mich schon auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr guckt mit. Und von mir aus bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Von mir auch das gleiche, war zwar ein Reinfall, aber naja, gehört halt dazu. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich halt kommen.